Hallo zusammen, willkommen bei Spielen.de im Gespräch und heute bin ich hier in Nürnberg und neben mir steht Karin Falkenberg. Karin, magst du dich mal vorstellen? Oh, ich bin Karin Falkenberg, ich leite das Spielzeugmuseum hier in Nürnberg und das Deutsche Spielearchiv ebenfalls in Nürnberg. Das befindet sich in einem anderen Gebäude, nämlich im Pellerhaus am Egidienberg in der Altstadt. Das heißt, du bist ja dauernd mit Spielen unterwegs und wir sind hier gerade in einem Raum, wo auch wir gerade mal endlich ein bisschen Ruhe halt haben. Bis eben war hier noch richtig viel los und jetzt sind gerade halt mal Kinder weitergezogen und dies ist so dieser Aktionsraum, der ist recht neu. Wie seid ihr dazu gekommen, also auch ja museal mehr in Erlebnis und Spielen auch wirklich reinzukommen und nicht nur was ausstellen zu wollen? Was gehört dazu konzeptionell? Das Spielzeugmuseum ist schon relativ alt. Es gibt Museen, die sind deutlich älter als dieses Haus, aber das Spielzeugmuseum ist mittlerweile fast 50 Jahre alt. Das bedeutet, es hat so seine Jahresringe. Das Haus hatte klassische graue Vitrinen bis vor kurzem mit wunderschönen Schätzen drin. Also es sind Spielsachen drin, die sind historisch ab dem 13., 14. Jahrhundert in Nürnberg hergestellt worden, entdeckt worden, gesammelt worden und hier ausgestellt. Diese Spielsachen sind im Prinzip erstmal alle nebeneinander gestellt und man hat überall kleine Entdeckungen zu machen. Sie sind zärtlich beschriftet, so wie das in Museen lange Zeit üblich war, mit kleinen Etiketten, mit kleinen Hinweisen. Worum handelt es sich? Was ist es denn? Was ist es für ein Objekt? Wie alt ist es? Wo kommt es her? Welchen Kontext haben wir? Und mit dieser Art der Ausstellung haben wir heute einige Probleme, weil Menschen natürlich gewohnt sind, schnellere Schnittfolgen zu haben, mehr Geschichten zu erleben und sie wollen Kontexte. Sie wollen wissen, warum ist das denn eigentlich jetzt hier im Spielzeugmuseum? Und deswegen haben wir diesen Raum hier unten völlig neu gestaltet. Eben wirklich einladen, gleich am Eingang hier, auch dass man loslegen kann mit dem Spielen, dass man also nicht nur dann eben sich alte Sachen hinter Vitrinen anguckt und sagt, ja, eine Mischung aus alt und neu halt ja auch hinbekommen. Und wir stehen jetzt aber gerade auch vor einer Wand, weil nämlich das Alte, wie du es ja auch gerade gesagt hast, hier eine Tradition hatte in Nürnberg. Also wie ist es eigentlich gerade hier in Nürnberg halt losgegangen? Und ja, wie ist das Projekt gestartet, dass ihr überhaupt mal geguckt habt, wen gab es denn halt hier? Dazu im Vorgespräch ja gesagt, ganz viele Adressbücher halt habt ihr euch mal angeguckt. Und dann? Nürnberg gilt ja als die Spielzeugstadt und wir haben uns überlegt, warum ist es denn eigentlich so? Es gibt verschiedene Stränge, die da zusammen kommen. Einerseits haben wir hier kleine Puppen, nämlich Docken heißen die in Nürnberg, die im 13. und 14. Jahrhundert aus Ton hergestellt wurden. Die wurden auch aus Holz hergestellt, die haben sich leider nicht erhalten. Aus Ton haben wir einige, auch hier in der Ausstellung. Aber gleichzeitig macht ja eine Docke noch keine Spielzeugstadt. Deswegen haben wir überlegt, was gab es denn für Firmen? Es wurde immer kolportiert, es sind so um die 200. Wir haben da mal richtig recherchiert und losgelegt und gesagt, 1875, das war schon eine Hochzeit der Spielzeugherstellung in Nürnberg. Was gab es denn für Firmen und wo sind die Adressbücher? Was können wir denn daraus exzerpieren? Und haben dann angefangen, die Adressen alle aufzuschreiben, zu gucken, was haben die hergestellt, diese Firmen? Welche Produkte hatten die? Und haben dann Zeitschnitte angestellt für die nächsten 100 Jahre, insgesamt 5 Zeitschnitte, und haben über 700 Adressen gefunden von Spielwarenherstellern, nur von den Herstellern, nicht von den Händlern. Nürnberg ist auch eine Stadt der Händler. Also erstmal von den Herstellern, über 700, und die sind so breit verteilt in Nürnberg, in der Altstadt, in einigen Stadtteilen außenrum und auch in den Nachbarstädten, die ja zusammengewachsen sind mit Nürnberg, gerade Fürth und auch Zirndorf. Das große Plakat, das ist Nürnberg und hier nebenan haben wir nur die Innenstadt, Nürnberg Innenstadt. So, und wenn man da jetzt mal so reinzoomt, da habt ihr die ganzen Familiennamen halt, die ganzen Familienunternehmen, ne? Ja. Sozusagen halt rausgefischt. Das sind ja alles eigentlich dann Kleinstunternehmen gewesen, die irgendwie halt gebastelt haben, ne? Es waren große und kleine Unternehmen, es war eine gute Mischung. Es waren Unternehmen, die nur Spielzeug hergestellt haben und es waren Unternehmen, die beispielsweise Haushaltswaren hergestellt haben und parallel auch noch Spielzeug. Ja. Also teilweise sehr gesunde Kombinationen, weil nicht immer bleibt jedes Standbein einer Firma erhalten, wissen wir ja aus der Wirtschaftsgeschichte. Mit dem Spielzeug waren die meisten Firmen sehr, sehr gut bedient, jedenfalls bis in die 50er Jahre, bis in die 60er Jahre. Dann fing die Problematik an, dass Kunststoff mehr und mehr den Spielzeugmarkt dominiert hat und dass viele Firmen aus Fernost günstigere Konkurrenz
gebildet haben und gute Produkte auf den Markt gebracht haben, die deutlich günstiger waren, aber auch nicht unattraktiv. Die Nürnberger Firmen waren sehr stark noch der Blechspielzeug und der Blechherstellung verhaftet. Und ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ging es dann tatsächlich, muss man deutlich sagen, bergab mit der Vielzahl der Firmen. Es gibt heute noch richtig große Firmen im Großraum Nürnberg, das sind die Global Player, die sind nach wie vor hier vorhanden. Ja, und eben die Messe sorgt ja auch immer wieder dafür, eigentlich, dass dann halt hier die internationalen Gäste auch hier dann im Museum mal vorbeikommen und sich das angucken, wie ging es früher los. Ich habe jetzt hier mehrere asiatische Besuchergruppen halt gesehen. Das heißt, ihr werdet auch schon auch außerhalb der Messe dann hier auch mal wieder wahrgenommen. Habt dann also auch da ein Programm für die Messegäste? Ist das hier besonders viel los, wenn die Messe läuft, oder? Ja. Ja. Okay. Also wenn Spielwarenmesse ist, dann ist das Haus immer voll. Das ist ähnlich so, wie wenn Christkindlmarkt ist, dann ist auch das Haus voll. Und wenn wir hier August haben und Ferien in Bayern, dann ist das Haus auch voll. Das sind diese drei Stoßtermine, wenn relativ viele Besucher im Spielzeugmuseum unterwegs sind. Zur internationalen Spielwarenmesse haben wir auch eine kleine Ausstellung gemacht. Die wird ja dieses Jahr 70 Jahre alt. Und wir haben mal versucht, die Geschichte der Messe in Objekten darzustellen, in einer einzigen Vitrine. Das ist so richtig ambitioniert. Sollen wir da mal hingehen? Na los, wir gucken es uns an. Wir gucken es an. Die Spielzeuggeschichte in Objekten im Raster der Spielwarenmesse. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Objekt. Wir hatten hier angefangen, die Messe war ja ursprünglich in Leipzig, also nach dem Zweiten Weltkrieg war dann klar, der Osten, das wird alles ein bisschen anders organisiert und die wirtschaftlich interessierten Menschen haben relativ schnell gesagt, dann holen wir die Messe aus Leipzig hier nach Nürnberg in die Spielzeugstadt. Man sieht es an dieser ersten kleinen Anzeige. Damals war die Druckvorlagenherstellung noch nicht ganz so flink wie heute im digitalen Zeitalter. Da hat man noch das Bild des Leipziger Bahnhofs kurzerhand draufgelassen und trotzdem schon für die Spielwarenmesse in Nürnberg geworben. Die Spielwarenmesse hat hier stattgefunden, seit 1950 gegründet worden, ist 1949. Die Objekte, die wir dazu haben, haben wir natürlich auch immer ausgesucht, im Hinblick dessen, was passiert denn auf so einer Messe. Und hier sind die Plakate nochmal mit einer anderen Geschichte verknüpft, nämlich mit den Kindern, die begeistert neben diesem Messegutteil sehr herspazieren und eigentlich total gerne wissen wollen, was ist denn da drin, was gibt es denn Neues für uns Kinder auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Leider war die Spielwarenmesse ja schon immer nicht offen für Kinder, das heißt leider und Gott sei Dank. Das ist immer eine Problematik, die die Messe auch zu lösen hat, denn einerseits ist die Spielwarenmesse in Nürnberg so eine richtige Identifikationsmesse für die Stadt und für die ganze Region. Wenn man hier mit Menschen spricht, die im Spielzeugmuseum, die sagen ganz oft, ach, das ist unsere Messe, auch wenn die nie was mit der Spielwarenindustrie zu tun hatten. Gleichzeitig bedauern es natürlich alle Kinder, dass sie da nicht hin dürfen, aber jeder, der einmal auf der Messe war, weiß, wenn man auch nur eine halbe Messehalle durchquert hat, dann kann jedes Kind dankbar sein, wenn es da nicht hin muss, weil es so eine wundervolle Reizüberflutung ist, die man erstmal als Erwachsener allein schon verarbeiten muss. Ja, und dann vor allen Dingen sind da ja auch viele Wände und Gesprächsräume und sind Ausstellungsstücke, die eigentlich gar nicht bespielt werden sollen. Ne? Das ist so ein... Ja, klar. Ja, und die Messe ist von der Prototypen, die ja auch erstmal nur was darstellen, was zwar schon robust ist, aber was es eben nur ein einziges Mal gibt. Ja. Und die Hersteller sind dann häufig auch ein bisschen vorsichtig und sagen, das ist unser Produkt. Wir können ihn noch gar nicht ans Publikum weitergeben, weil vielleicht werden wir ihn doch nicht produzieren. Ja. Und es gibt dann immer eine gewisse Enttäuschung, die einhergeht, wenn man was produziert oder wenn man was erfunden hat, entwickelt hat, aber aus verschiedenen technischen Gründen vielleicht doch nicht auf den Markt bringen wird. Ja, inzwischen sind wir einen Raum weitergegangen. Karin ist mir gefolgt und ja, hier steht so an der Wand, warum spielst du? Karin, du hast jetzt hier also diesen Raum gestaltet, um halt auch zu verdeutlichen, dass wir ganz viele verschiedene Motive halt haben, warum man eigentlich halt spielt. Und was habt ihr dann hier rausgefunden? Ist das wirklich bewusst, dass jemand weiß, warum er spielt? Teils, teils. Wir hatten die große Fragestellung, warum spielt der Mensch? Das ist eine Fragestellung, die kann einen als Team in einem Spielzeugmuseum völlig in die Knie zwingen. Und erstmal war es auch so. Wir haben überlegt, warum spielt der Mensch? Das war eine Fragestellung, die von außen an uns herangetragen wurde unter der Voraussetzung, Nürnberg will sich bewerben als Kulturhauptstadt. Und wir wollen auch das Thema Spielen sehr stark in den Mittelpunkt stellen.
warum spielt der Mensch? Wir sind dann ausgegangen von unseren Nürnberger Highlights, von den großartigen Spielsachen, die wir hier in der Sammlung des Spielzeugmuseums haben, und haben die ins Zentrum gestellt und haben anhand dieser Spielzeuge Spielmotivationen festgemacht. Insgesamt haben wir dafür 9 Stück erarbeitet. 9 Stück, 9 Spielmotivationen. Also es war immer die Frage, warum spielst du? Warum spiele ich? Nicht warum spielt der Mensch, sondern du und ich, wir spielen. Da gab es zum Beispiel die Antwort, weil ich Technik faszinierend finde. Haben wir hier die ganzen technischen Spielsachen, die wir im Spielzeugmuseum haben. Da haben wir ein paar Highlights rausgenommen. Die Nürnberger Schere, ein Fabedo-Auto, technische Spielzeuge aus Blech, also Klassiker, Lehrspielzeuge auch aus Nürnberger Produktion. Das ist alles hier zu sehen. Oder auch hier der große Bereich, warum spielst du? Weil ich meine Gefühle spielerisch ausleben kann. Das ist natürlich auch ein riesiges Thema. Das haben wir auch entsprechend dargestellt. Es sind Fatschenpuppen mit drin, es sind Kuscheltiere mit dabei, mit denen man nicht spielen darf, weil sie zu empfindlich sind, weil es historische Objekte sind. Aber wir haben hier die Vitrinen überwunden. Auf den Vitrinen ist immer auch was, womit man spielen kann. Und zwar einerseits klassisches Spielzeug, dann haben wir auch Gesellschaftsspiele, die diese Themen widerspiegeln, und digitale Spiele. Also hier beispielsweise als eine erste Kombination natürlich ein kleines Tamagotchi. Die musste man ja, also die gibt es ja immer noch, aber die muss man hegen und pflegen, die muss man füttern, die muss man streichen. Oh, wie waren die Lehrer sauer, als die Kinder mit dem Zeug in der Klasse auftauchten. Oh ja. Ja, und umgekehrt, dann haben die Lehrer sie alle eingesammelt und dann gab es große Dramen, weil die Tamagotchis alle während des Unterrichts verstorben sind, weil man sich nicht um sie gekümmert hat. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben wieder mal große Schwierigkeiten gehabt, weil diese kleinen digitalen Spielzeuge natürlich in der Fantasie der Kinder durchaus mit Leben gefüllt waren. Sie hatten ja auch reagiert. Also es gibt ja schon immer diesen Wunsch, dass Spielzeug auch reagiert. Mechanische Puppen ist auch eine lange Geschichte. Also alles, was man so hat an Spielzeug und was erfunden wird an Spielzeug, wenn man genau hinschaut, was heutzutage neu auf den Markt kommt, oft gibt es dafür schon ganz alte Spielideen, die ja wieder aufgegriffen werden und in neueren Kontexten neu dargestellt werden und dann natürlich immer wieder auf das Neue die Kinder begeistern und die Kinder glücklich machen. Es ist ja auch so, dass wenn man sich jetzt die digitalen Spiele anguckt, dann habt ihr ja auch in der Ecke hier so ein bisschen Konsolen und Computerspiele ja auch thematisiert. Wenn man sich ja jetzt Fortnite anguckt, was jeder jetzt spielt, dann ist es ja selbst aus dem Sportbereich so. Also ne, Völkerball ist auch irgendwie dann halt wie Fortnite, weil wenn ich da vom Ball getroffen werde, muss ich raus und der Letzte, der halt da auf dem Spielfeld bleibt, der hat gewonnen. Und dieses Grundprinzip ist nichts anderes als Fortnite dann halt. Ne?